Das Ringheiligtum Pemelte südlich von Magdeburg ist ca. 4000 Jahre alt, wurde zum Ende der Steinzeit errichtet, ist von Größe und Aufbau Stonehenge ähnlich, nur dass es hier komplett aus Holzpfählen besteht, diente wohl genauso zur Sonnenbeobachtung, also Sommersonnenwende, Wintersonnenwende. Allerdings wurden hier auch heilige Riten abgehalten und es wurden Opfergaben dargebracht. Nicht nur Tieropfer, was in den Gruben anhand von Knochen festzustellen war, sondern in diesen Gruben wurden auch zwei Menschenschädel gefunden. Das Wasserstraßenkreuz Magdeburg ist die Kreuzung des Mittellandkanals und der Elbe, wobei der Mittellandkanal mit einem Höhenunterschied von ungefähr 16 Meter über die Elbe hinweg führt. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors.
times you need to go. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Ja, so sieht's aus, die Doppelsparschleuse Hohenwarte bei Niegrip. Und das werden wir direkt mal innen einfahren. Mit dem Jaguar hinten drauf, auch nicht schlecht.